Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout New Vegas. So, ich gucke jetzt als erstes mal in unser Questlog, was wir überhaupt hier zu tun haben. Verschaffen Sie Zugang zum Schaltkasten des Casinos und stehen Sie den Zuf... Ah gut, das war dann wohl doch unten drunter. Na dann, hopp, 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 hopp. Schaltkasten, Schaltkasten, Schaltkasten. Die Frage ist, wo ist der Schaltkasten? Ich konnte da oben nämlich nichts entdecken. Muss aber scheinbar. Vielleicht hinter der Bar. Hier ist aber auch echt saudunkel. Bier will ich nicht. Also angeblich stehe ich jetzt genau drauf. Bier, Wein, Chips. Aber runter komme ich ja hier auch nicht. Versuche das gerade nochmal mit dem Sprung. Das scheint hier einigermaßen funktioniert zu haben. Beziehungsweise da waren ja noch Chips, die ich mir schnappen kann. Oder wäre noch ein Tresor? Ah, dieser Sender kontrolliert ein Sicherheitshologramm in diesem Gebiet. Sie können den Sender vielleicht abschalten. Brauchen allerdings... Deswegen kann man hier runterspringen. Bräuchten halt reparieren 50. Das müssen wir dann beim nächsten Stufenaufstieg mal machen. Ich habe allerdings keine Ahnung, wo jetzt hier dieser... Dings sein sollen, dieser Schaltkasten, weil oben habe ich mal nichts gefunden. Das scheint meiner Meinung nach auch der einzige Weg zu sein. Sofa, nö. Warten wollte ich eigentlich nicht, ich wollte... Wo waren die Taschenlampe? Na gut, ich muss mal in die Optionen reingucken. Die ich ja sonst nie benutze. Ah, ich glaube, Tab gedrückt halten war das, oder? Ja. Okay, das sieht doch schon besser aus. Dann suchen wir mal nach diesem Schaltkasten. Die Metallkiste hat jetzt nichts Wichtiges. Das haben wir ja zerlegt. Ich finde hier leider keinen Schaltkasten. Und wie gesagt, ich habe nicht den Eindruck, als könnten wir hier unten drunter noch irgendwo hin.
Das war das nette Hologramm von nebenan. Vielleicht noch ein Stockwerk höher, aber. Nee. Hier sind wir falsch. Muss irgendwo hier sein. Oder ich speichere jetzt gerade mal ab. Und gehe jetzt einfach mal die Wand entlang, ob es hier irgendwo noch einen Durchgang gibt. Ja, ich weiß, du hast mich jetzt gesehen. Bla bla. Das muss da oben sein. Ich finde den aber dummerweise nicht da oben. Hier wäre noch ein Aktenschrank. Tja, ich habe keine Ahnung, wo dieser Schaltkasten sein soll. Hier ist nichts. Angeblich sollte er sich hier irgendwo befinden. Oben ist nix. Vorne dran ist nix. Muss da jetzt echt nachgucken. Ich mache mal hier einen kurzen Schnitt, gucke mir mal irgendwie eine Komplettlösung oder sowas an, wo dieser Dings ist, wo der Schaltkasten ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich den gefunden habe. Bis gleich dann. So, da habe ich gerade was gefunden, und zwar muss mir kein Terminal, sondern einfach das Sicherheitskennwort aufnehmen. Deswegen habe ich das nicht gesehen. Das ist auch echt schlecht zu erkennen hier auf der Bar. Gut. Und dann will ich mal noch gerade was versuchen. Angeblich kann man den auch einfach zerstören. Ne? So schon mal nicht. So aber. Toll. Ich glaube, das hat es jetzt nicht so gebracht. Zumindest haben die eine relativ kurze Reichweite. Da oben war ja ein Autodock, da heile ich mich dann gleich wieder auf. So. Sehr praktisch das Ding. Okay, wo hatten wir jetzt diesen mit der Hologrammsteuerung? Stimmt, hier ging es nur zum Foyer. Das kennen wir auch schon.
Okay, ich hoffe, das haben wir jetzt einigermaßen abgelenkt, das Hologramm. Das ist jetzt meinetwegen hier unten rumgammelt. Ja, es kommt. Okidoki. Na, dann laufen wir einfach mal dran vorbei. Hopp. Au, au, au. Hier war ich noch nicht drin. Ich glaube, es bringt mir auch einfach nicht viel. Messer. Ah. Und ein Stimpak im Kühlschrank. Ja, ich denke, das ist nur so ein bisschen zum Wiederauffrischen. Hm, verschlossener Koffer. Okay, ich sehe es kommen. Ja, dass die Klammer jetzt den Abflug macht. Und dafür kriegen wir wieder zwei. Schön. Okay, hätten wir das erledigt. Können wir jetzt hier an dieses Terminal? Das hatten wir ja schon gelesen. Wo waren das andere Terminal, das wir nicht gehackt gekriegt haben? Das hier, oder? Ja. Ah, und jetzt können wir hier die Schranktür entriegeln. Was haben wir hier? Beschwerde von Mrs. Pulvins, Alkoholismus und Ordnungswidrigkeit. Sierra Madre Sicherheitsprotokoll 23.02 Uhr. Achso, 23.02 Uhr. Morris Tyler war die Wache, die alarmiert wurde. Beschreibung des Vorfalls um 20 Uhr. Beschwerde über Lärm an der oberen Bar, dann Notruf an der Kassiererkabine im Erdgeschoss. Meldet Zitat, olle Fledermaus an der Decke. Bei Nachforschungen gestern angetroffen, die Mrs. Millicent Purvis 72 zujubelten. Sie war über das obere Geländer geklettert und balancierte auf den Stützbalken, verkündete laut, ich gehe jetzt zum Zirkus. War bereits über einen Holosender gestolpert, unverletzt, und lud Gäste auf einen Balken ein, um diese als Klettergerüst zu benutzen. Kletterte ihr hinterher und trieb sie am Dachsparren über den Kassierern in die Enge, brachte Miss Purvis in die Arrestzelle und riefen ihre Tochter an, damit diese sie zu ihrem Zimmer begleiten konnte. Kein Schaden an Dachsparren oder Sender. Miss Purvis' Tochter war wegen des Vorfalls sichtlich erregt und zu beschämt, um rechtliche Schritte einzuleiten, weil sie Mr. Sinclair nicht noch mehr Ärger bescheren wollte. Wir müssen den Bereich absperren, damit so etwas nicht noch einmal passiert. Schön. Was war denn das andere Protokoll? Beschwerdefundsachen. Um 8.07 Uhr. Beschreibung des Vorfalls. Mrs. Purvis Tochter rief an, fragte, ob wir die Tasche ihrer Mutter gefunden hätten, die sie beim Spaziergang letzte Nacht verloren haben könnte. Wir haben die Tasche im Erdgeschoss gefunden. Es waren keine Wertsachen darin, sie wurden vielleicht hinausgenommen, nachdem die Tasche heruntergefallen war. Oder Mrs. Purvis hat die Gegenstände während des Vorfalls letzte Nacht verloren. Alles klar. Können wir denn jetzt eigentlich okay, da sollen wir hin. Dann schaue ich mal, ob wir jetzt hier hoch können. Nö. Tja. Ach, ich muss wahrscheinlich hier unten jetzt vorbei.
Moment, wenn ich hier eh schon bin, kann ich ja nochmal zu dem Autodock. Und die Wachen nachher umstellen. So, einmal hochheilen bitte. Danke sehr. Und die schicke ich jetzt mal wieder ins Personalbüro. Beziehungsweise Sicherheitsbüro. Dann bist du nämlich aus den Füßen. Okay, hier will ich dann jetzt mal. Ich denke mal über die Balken balancieren. Hep. Dann will ich erstmal hier rein. Und den Tresor knacken. Sehr schön, Munition, Chip, Geld. Und den Schlüssel des Kassierers haben wir jetzt. Auch die funktioniert nicht. Ich glaube, ich bin schon wieder in einer ganz anderen Ecke, aber. Reicht das für Durchschnitt? Ne, immer noch nicht. 50 bräuchten wir dafür. Und hätten wir noch ein zweites automatisches Gewehr. Der hat hier aber jetzt kein Dings rumliegen. Zettel mit dem Code dazu. Nee. Okay, was haben wir hier? Ach, ich glaube, jetzt kommen wir hier beim Autodock wieder. Nee, kommen wir nicht. Da müssen nämlich die Türen ja offen sein. Nein! Hier. Huh, da habe ich mich jetzt echt erschreckt. Okay, dann kommen wir so mal wieder zurück. Nur weil es halt das Hologramm hier noch im Weg. Wir laufen einfach mal dran vorbei. So. Gut, verletzt sind wir nicht. Das heißt, wir müssen uns nicht mehr heilen. Okay, wir müssen dahin, wo das Hologramm rumsteht. Gut, dann gucke ich mal, ob ich das irgendwie ablenken kann. Haben wir denn hier auf der Toilette noch irgendwas? Das ist gar keine Toilette. Ist auch, oh, das ist auch so ein Spielraum. Wie mir scheint. Gut, wie gesagt, das Hologramm ist jetzt erledigt. Dadurch, dass wir den Sender zerstört haben. Dann schauen wir mal noch gerade. So. Keine Ahnung, ob das jetzt was gebracht hat. Es scheint zu patrouillieren. Sieht das uns weniger, wenn wir das Licht aus haben? Na, jetzt kommt noch nicht nach. Naja, schauen wir uns das nächste Mal hier weiter um. Vielen Dank fürs Zuschauen, auf jeden Spaß und seid das nächste Mal dann auch wieder mit dabei. Bis dahin, ciao, ciao.